Robert, du bist jetzt schon seit einem Jahr bei allen Veranstaltungen hier beim Nachbarschaftsfrühstück in Duisburg-Neudorf dabei. Wie gefällt dir das? Das Frühstück gefällt mir sehr und das war hilfreich zum Deutschlernen und mehr Kontakt mit deutschen Leuten haben. Und ich möchte, das war sehr nützlich für mich. Und ich habe viele Leute kennengelernt. Ich habe ich habe meinen Weg in Deutschland gefunden. Die Leute helfen. Und ich habe die helfen zum einen Ausbildung finden und Deutschkurs besuchen. Und dann, und das ist sehr. Das Frühstück war sehr, sehr, sehr wichtig zum Kulturen austauschen und so. Du hast gerade gesagt, Ausbildung zu finden. Ich habe gerade schon gehört, du hast jetzt eine Ausbildungsstelle. Ja, ich hab ein paar Leute, die können mir helfen und zu einer Ausbildung finden. Ich habe mit einen Platz zum Ausbildung gefunden in Essen und sie haben helfen mir zum Schreiben, Briefen und um meinen Lebenslauf zu schreiben. Und das ist sehr hilfreich und freut mich sehr. Und ich habe auch so das Gefühl, ich meine, du bist ja einer derjenigen, die hier praktisch jedes Angebot mitmachen. Du bist ganz viel unterwegs, du bist im Lehmbruck-Museum, du bist bei ganz vielen Veranstaltungen dabei. Macht dir das Spaß? Ja, das macht Spaß. Und ich habe so schon lange hier und ich möchte auch deutsche Soziale kennenzulernen. Ich möchte nicht sitzen zu Hause und warten, bis man. Und das ist, ich finde, das ist nicht gut. Und ich bin im Lehmbruck Museum Projekten und ich bin immer mit am Uni. Ich bin immer im Vorstand. Und das freut mich sehr. Und ich habe viel gelernt mit diesem Seminar. Ich hoffe immer weitermachen zum anderen Flüchtlingen, die neuer nach Deutschland kommen. Was ich auf alle Fälle toll finde, ist nicht nur dein Engagement, sondern auch die Tatsache, dass du mittlerweile schon ein richtig, richtig gutes Deutsch sprichst. Und ich kann dir nur wünschen, dass das so weitergeht und wünsche dir ganz viel Erfolg. Ja, danke schön. Das freut mich sehr. Und jetzt, wenn ich habe durchgelernt, ich fühle mich wie ein neuer Duisburger, wohnt in Duisburg. Und, ich war nach Bremen. Ich vermisse Duisburg, weil ich habe schon lange hier, ich habe viele Leute kennengelernt und das freut mich sehr. Also kann man sagen, das ist schon ein Stück Heimat geworden für dich? Ja, ein kleines Stück Heimat, ja. Ich meine, das hört sich richtig gut an und was mir auffällt ist, dass du ein Mensch bist, der immer lacht. Ja, das ist klar. Ja, wenn man, ich weiß, ich habe auch in meiner Heimat schöne Leben, aber ich hatte nicht weiter gemacht. Ich wollte in Deutschland, ja, man so, muss immer lachen, kein Stress, alles wird gut. Ja. Ja, das hört sich doch richtig gut an, dann danke ich dir erstmal und wir werden uns mit Sicherheit noch öfter unterhalten. Danke. Oh, Dankeschön.